Festliche Musik hat uns einbegleitet heute am ersten Adventssonntag. Und so begrüße ich euch alle und wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gott, der da kommen wird, er sei mit euch. Liebe Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitfeiernde hier in der Stadtpfarrkirche Hartberg und all die vielen, die vor den Bildschirmen, Internet, wo auch immer, mitfeiern, ein herzliches, adventliches Guten Morgen aus Hartberg. Wir grüßen auch jene ganz herzlich, die gesundheitlich nicht kommen können, unseren Diakon, zum Beispiel Karl Ertl, ein herzlicher Gruß, er liegt im Krankenhaus und stellvertretend er für die vielen, vielen Kranken derzeit und Leidenden, möge die heilende Kraft des Heilands bald Genesung erwirken. Zu Beginn sind wir eingeladen in Kyrie, um das Erbarmen Gottes zu bitten. Öffnet eure Herzen für das Licht. Ihr fragt, wie das geht. Tut nichts Böses, liebt die Wahrheit, fragt, wo jemand Hilfe braucht. Öffnet eure Herzen für das Licht. Ihr fragt, wie das geht. Sucht Gott und fragt nach seinem Willen. Vertraut euch seinen Segen an. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, wir öffnen unser Herz für dein Licht, für dein Wort. Schenke uns dazu die Geduld des Zuhörens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem Buch Jesaja. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser von jeher ist dein Name. Kein Auge hat je einen Gott außer dir gesehen, der an dem handelt,
der auf ihn wartet. Du kamst dem entgegen, der freudig Gerechtigkeit übt, denen, die auf deinen Wegen an dich denken. Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus sprach zu den Jüngern: In jenen Tagen, nach der großen Not, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Dann wird der Menschensohn kommen. Der Menschensohn, der sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern bleiben. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei. Liebe Kinder, liebe Schülerinnen, Schüler, liebe Familien, liebe Mitfeiernde, am Beginn des ersten Advent, jetzt ist er wieder da, der Advent mit dem wunderbaren Symbol und Zeichen des Adventkranzes. Der Kranz ist ein Kreis und der Kreis erinnert uns an Gemeinschaft. Wir sprechen ja vom Familienkreis, vom Klassenkreis, vom Bekanntenkreis, Verwandtenkreis. Ein erstes also, diese schöne Adventzeit möchte uns einladen, ein wenig zum Sitzen im Kreis, zum Singen, zum Beten, zum Rorten, zum Tischkarieren, zum Keksessen, damit auch der Kreis um die Mitte ein wenig wachsen kann. Advent soll eine, wie der Kranz, eine runde Sache sein. Ein zweites, die Farbe des Adventkranzes, grün. Grün erinnert uns an die Natur. Man fährt gern ins Grüne. Und der Advent möchte uns einladen: Gönn dir eine Zeit zum Atemholen. Zwischen den vielen Weihnachtsfeiern mit den Kollegen, mit den Kindern, im Verein, Weihnachtskonzert proben, Weihnachtskonzert aufräumen, Aufführung, Shopping, Backen, Liederproben, Weihnachtsposter ledigen, Zahnarzt soll noch besucht werden, das Gedicht auch noch gelernt und. Ein bisschen oft ein Stress, abgesehen vom Zusammenrahmen und Putzen, aber da kenne ich mich nichts aus. Der Advent, die grüne Farbe, eine Einladung: Gönn dir eine Zeit, eine grüne Zone zum Atemholen. Und ein letztes, das Licht, das in Kürze entzündet wird. Die Lichter. Wir sprechen vom Black Friday und erleben gestresste Händler,
und Kunden, Black Friday. Wir hören, wie derzeit im Murtal vom Blackout Energieausfall zehntausende Haushalte ohne Strom, und diese Angst bewegt viele. Wo sie ist, wenn der Strom, die Energie ausfällt? Blackout, dunkel. So viele dunkle Sorgen und Ängste sind da. Falco hat gesungen, out of the dark, into the light. Das soll der Advent sein. Heraus aus der Finsternis ein kleines Licht soll man zünden. Ich bin das Licht, sagt Jesus, wenn er apokalyptisch im Evangelium beschreibt, es wird finster, die Sonne fällt runter, die Sterne dunkel wird's, wenn die Sterne in deinem Leben sich verdunkeln. Hab keine Angst, hab Vertrauen, hab Hoffnung. Entzünde ein Licht, das stärker ist als alle Dunkelheit. Und das wollen jetzt unsere und werden unsere Ministrantinnen und Ministranten machen. Ich bitte euch jetzt, dass ihr die Adventkränze entzündet. Nicht die Adventkränze natürlich, sondern die Kerzen. Und dazu wird Musik und Gesang diesen schönen, besinnlichen Vorgang begleiten. Zur Segnung der Adventkränze lade ich ein, aufzustehen. Auch Sie zu Hause vor den Bildschirmen, stellen Sie Ihren Adventkranz auf, entzünden Sie ein Licht. Der Segen geht auch über weite Strecken hindurch, mittels der Kraft der Technik, aber noch mehr in der Kraft der Wege von Herz zu Herz. Du guter Gott,
Es ist wieder Advent geworden. Diese schöne Zeit der Erwartung und der Hoffnung. Segne unsere Adventgrenze. Und sei du zu Gast in unseren Häusern, Wohnungen, Betrieben, Firmen und Schulen. Segne diese Adventgrenze und lass uns mehr und mehr entdecken, worauf es ankommt in unserem Leben. Auf die Kraft der Gemeinschaft, auf das Miteinander, auf das Atemholen der Seele und vor allem auf das Licht der Hoffnung, das du uns schenkst. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Im Schein des Lichtes der ersten Kerze sprechen wir unsere Fürbitten. Dein Licht schenke uns Frieden, dass Menschen nicht in Angst, Hass und Terror leben müssen. Wir bitten dich, dein Licht schenke uns Trost, dass Menschen Krankheit und Schmerzen ertragen können und gesund werden. Wir bitten dich, dein Licht schenke uns Freude, dass besonders die Kinder in Liebe begleitet werden. Wir bitten dich, dein Licht schenke uns Hoffnung, besonders jenen, die einen Menschen verloren haben. Wir bitten dich, so bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Gott, für alle Menschen, die in den Dunkelheiten unseres Lebens ein kleines Lichtlein für uns entzünden. Wir danken für all diese Menschen. Und wir danken dir, dass du selber immer wieder dieses geheimnisvolle Licht in unserem Leben bist. So preisen wir dich im Heiliglied. Du bist da, wenn Menschen zusammenkommen, wie hier und jetzt. Wir bitten dich um deinen Geist. Sende diesen Geist über Brot und Wein, damit Jesus Christus mit Leib und Blut in unserer Mitte gegenwärtig wird. Als es dunkel wurde im Leben Jesu, am Abend vor seinem Leiden, nahm er beim Mahl das Brot, sagte Dank, reichte das Brot seinen Freunden und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib für euch hingegeben. Er nahm den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Freunden und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch der Liebe, mein Blut für euch, für alle vergossen, zur Versöhnung und zum Frieden. Feiert das immer wieder, damit ihr das Licht der Hoffnung stets in euren Herzen spürt. Geheimnis des Glaubens. So feiern wir heute diesen ersten Adventssonntag in Dankbarkeit für das Licht, das uns geschenkt wird. Und wenn alle Lichter dieser Erde ausgehen und wenn das Licht ausgelöscht wird am Adventkranz, dein Licht, guter Gott, möge leuchten in unserer Seele, in unseren Herzen, damit wir die Hoffnung nie verlieren. Wir feiern als große Gemeinschaft, der Kranz, als Bild für Gemeinschaft, im Kreis der großen Kirche und beten für Papst, Bischöfe, Priester und für uns alle, dass wir am großen Kreis, am großen Erdkreis mitwirken, dass durch uns diese Welt ein klein wenig heller werde. Wir beten für jene, die uns in die Dunkelheit des Todes vorausgegangen sind, für unsere Verstorbenen, heute namentlich für Eltern Heidwagner und Steinbauer, verstorbene Angehörige der Familien Giegler und Niederer, Florian Konrad, Mutter Maria Falk und Angehörige der Familie Ebersdorf, Erich Hons, St. Oswald bei Freistadt, Hermann und Maria Schirnhofer Flattendorf, Franz Winkler Haversdorf, Robert Uitz, Gerhard Schlagbauer Köppelreit, Norbert Dietmar Zialas Heidenheim, Hermann Back und Franz und Anna Koch Schölwing. Schenke ihnen und all unseren Verstorbenen dein Licht, das ewige Licht bei dir. Lass uns in Gemeinschaft mit der himmlischen Mutter Maria und mit allen Heiligen dich loben und preisen, unseren Herrn, denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Um den Adventkranz sich versammeln, singen und auch beten. Auch dazu lädt der Advent ein. Wir wollen jetzt auch
als große Gemeinschaft das Vaterunser singen, beten. Alle Kinder, die da sind, dürfen nach vorne kommen. Bauen wir oder flechten wir einen riesen Adventkranz aus lebendigen Kindern. Kommt es heraus, Oli? Ist nicht schwer, nur Handy reichen. Du nicht, ne? Bist bei der Gewerkschaft. Okay. Wer kommen mag, ist nicht schwer. Nur Handy reichen. Kann Mama, Papa auch mitkommen, sagt man, der Opa, wer da ist. Wenn die Mama sich nicht allein nach vorne traut, können sie mitgehen. Gut, da anschließend, dass man Kreis zusammen. Jetzt haben wir einen Kranz fertig. Der Advent lädt ein, eine Zeit des Friedens zu sein. Um diesen Frieden wollen wir bitten in unseren Familien, in der großen Welt zwischen den kriegsführenden Völkern und dem Frieden in unseren Herzen. Der Friede Gottes, er sei alle Zeit mit euch. Und weil schon wieder manche unterwegs sind, so ein paar Viren, Bakterien und manche vielleicht Angst haben, zumindest mit einem freundlichen Blick dem Nachbarn anschauen, aber könnt ihr euch ein Busserl geben. Ja. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg. Lamm Gottes, Lamm Gottes, seht das Brot des Lebens. Gott schenkt uns seine Kraft, seine Wärme, sein Licht, damit wir hineingehen durch alle Dunkelheit hindurch, immer wieder neu im Vertrauen seinen Weg. Er kommt in unser Herz, er nimmt hinweg alle Dunkelheit, alle Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund.
Thank you.
This Little Light of Mine, so hat die Kinder so wunderbar gesungen und gespielt. Dieses kleine Licht, das unterwegs zu uns ist, das kleine Licht, das wir das Kind von Bethlehem nennen, möge dieses kleine Licht, unser Licht, mein Licht, dein Licht werden, immer wieder neu. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Noch Mitteilungen, Einladungen und Termine für die kommende Zeit. Morgen Montag, dem 4. Dezember, gibt es eine Gesprächsrunde und Adventbegegnung um 19 Uhr in den Räumen am Kirchplatz mit dem Thema »Wo ist Gott in der Advent- und Weihnachtszeit heute?« Am Dienstag, dem 5. Dezember, entfällt die Abendmesse aufgrund des zu erwartenden Lärmes beim Krampusrummel am Hauptplatz. Am Donnerstag, dem 7. Dezember, ist um 8.30 Uhr die Frauenmesse in Maria Lebing. Am Freitag, dem 8. Dezember, feiern wir das Fest Maria Empfängnis. Heilige Messen sind um 8.30 Uhr und um 10 Uhr. Und um 16 Uhr ist die Novenenmesse in der Klosterkirche. Um 18 Uhr gibt es am Freitag in den Räumen am Kirchplatz ein gemeinsames Singen im Advent unter der Leitung von Anni Moser. Am Samstag, dem 9. Dezember, ist um 6 Uhr früh Rorate-Messe mit anschließendem gemeinsamen Frühstück. Und am kommenden Sonntag, dem 2. Adventssonntag, ist die Adventsammlung der katholischen Männerbewegung. Die Heilige Messe um 10 Uhr wird musikalisch gestaltet von den Gentleman Voices. Am kommenden Wochenende findet auch der Adventbasar von Humanitas Hartberg zugunsten der Rumänienhilfe statt. Die Stadtkapelle Hartberg lädt am Samstag, dem 9. Dezember, um 19 Uhr und am Sonntag, dem 10. um 17 Uhr zu ihrem traditionellen Weihnachtswunschkonzert ein. Vom Adventkranzbinden der katholischen Frauenbewegung sind noch zwei Adventkränze da. Sie können in der Sakristei gegen eine Spende von 20 Euro für St. Anna erworben werden. Und zum Stichwort St. Anna, jetzt im Anschluss an die Heilige Messe, kann die Benefizausstellung zugunsten der St. Anna-Kirche in den Räumen am Kirchplatz besichtigt werden. Es gibt Fotografien von Max Wiesenhofer und einige Skulpturen von mir. Wir Hartberger Oberministranten dürfen Sie außerdem im Anschluss an die Heilige Messe auf einen warmen Punsch vor den Räumen am Kirchplatz einladen und wir würden uns sehr über einen Besuch Ihrerseits freuen. Noch um kurze Aufmerksamkeit. Wir vom Verein Hartberger Initiative bieten auch heute wieder Kaffee, Tee, Schokoladen, Gewürze und andere Sachen an, fair produziert und fair gehandelt. Wenn Sie dann hinten am Kirchplatz sind, haben wir unseren Stand. Der Reingewinn kommt diesmal der Aktion Ärzte ohne Grenzen zugute. Und das Letzte, letzten Sonntag haben die Bäuerinnen Kekse gebacken und dann verkauft für einen guten Zweck, Steirer helfen Steirern. Heute gibt es eine große Überraschung, es können nicht nur die Bäuerinnen und Bauern auch Kekse backen, sondern auch die Kinder. Und dazu möchte ich jetzt die Nicole bitten. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Gerlitz, haben in unserer Schulküche eine Weihnachtsbäckerei gemacht. Wir haben viele Kekse und Lebkuchen gebacken, die wir im Anschluss an den Gottesdienst am Kirchplatz anbieten werden. Wir bitten um eine freiwillige Spende. Der Reinerlös geht an das Kinderhospiz Sterntalerhof, wo Familien mit schwerstkranken Kindern begleitet werden. Dankeschön. Und ich bitte Sie einfach, schauen Sie kurz vorbei. Danke.
hier am Ende dürfen wir Danke sagen für all diese großartigen Initiativen der Jugend. Das seid wirklich spitze, was ihr da macht, aus Solidarität für andere, um Notleidenden zu helfen. Ganz großartig, denke ich, das ist auch medizinisch in dieser Zeit wichtig. Viel Keks und viel Punsch. Ja, das ist das Christkindl, sein Wunsch. Ja. Gut, ein Danke allen, die heute mitgewirkt und mitgefeiert haben. Danke auch euch für die Disziplin beim Kommunion vorgehen und zurück, weil die so viele Lichter gebrannt haben, dass keiner anbrennt, nach Hause geht. Aber danke ganz besonders unserem Videoteam wieder, den Ministranten und Ministrantinnen und hier vorne schon urlaubfrei aufgestammten Braum, Schneeschaufeln, Herr, aber Sie sind super gelandet bei uns. Die Schülerinnen und Schüler und die Lehrer der Musikmittelschule Gerlitz, ein herzliches Vergelt's Gott. Der Herr sei mit euch. Unser Segen behüte und beschütze euch, besonders alle Kranken und Leidenden. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Freude und Frieden. Merry Christmas.